Mein Name ist Jasna Fritzi Bauer, ich bin Schauspielerin und ich komme aus der Schweiz. Was mache ich am 26. September? Ich würde gerne wählen gehen. Also To-Dos für mich. Was ist, wenn ich dir sage, dass du im September etwas kannst entscheiden, was die nächsten 4 Jahre von deinem Leben beeinflussen wird? Wahrscheinlich sogar mehr. Ich rede von der Bundestagswahl am 26. September 2021. Mit unseren Stimmen entscheidet mir, wer uns im Bundestag vertreten wird. Was der Bundestag entscheidet, beeinflusst auch deinen und meinen Alltag. Also ich darf ja in Deutschland leider nicht wählen. Ich würde sehr gerne wählen, aber es ist mir nicht möglich, da ich keinen deutschen Pass habe. Und ich habe bis jetzt in meinem Leben noch nie in der Wahlkabine gestanden. Ich muss per Briefwahl in der Schweiz wählen. Und ich würde so gerne mal in der Wahlkabine stehen. Und war einmal mit einer Freundin von mir, tatsächlich habe ich sie gezwungen, mich mitzunehmen zum Wahlbüro. Ich durfte da nicht mit rein in die Kabine, aber ich durfte mal überhaupt sehen, wie so ein Wahlbüro dann aussieht in so einer Schule oder so. Ja, ich kann mich eben nur erinnern, dass ich zu Hause Wahlzettel ausfülle. Wir müssen wieder lernen zu wertschätzen, dass wir in einer Demokratie leben und es uns nicht so gemütlich machen und denken, ja, das wird schon irgendwie gut ausgehen. In einer Demokratie zu leben, ist, glaube ich, das höchste Gut, was man als Mensch in einem Land haben darf. Mitentscheiden zu dürfen, Parteien wählen zu dürfen, demokratisch wählen zu dürfen, das darf man in so vielen Ländern nicht. Und ich bin sehr glücklich, dass ich in so einem Land aufwachsen darf oder leben darf, in dem wir alle mitbestimmen dürfen oder dürften. Manche Leute dürfen ja auch nicht mitbestimmen. Aber ich bin sehr froh, dass ich in diesem System aufgewachsen bin und mich nicht von einem Regime oder einem politischen System repressieren lassen muss. Und was mache ich am 26. September? Ich würde gerne wählen gehen. Kannst du wählen? Geh wählen.